Herzlich willkommen zu der heutigen Legung. Welche Rolle spielst du in deinem Leben? Ob momentan oder ob du vielleicht auch noch Lust hast, auf die Vergangenheit zu schauen, alles ist in dieser Legung möglich. Mach es dir einfach gemütlich. Welche Rolle und was bedeutest du jetzt für ihn oder ihm? Was bedeutest du ihm jetzt? Welche Bedeutung hat er auch oder hat eure Beziehung, eure Verbindung? Was ist jetzt aktuell wichtig? Wichtig, ja, genau das habe ich gefragt. Was ist aktuell wichtig? Zeigt sich als König der Stäbe. Ich möchte mal rausfinden, inwieweit er hier seins bekommen möchte, inwieweit er hier tüchtig bleiben möchte. Was gibt es hier denn zu regeln, zu retten? Denn mir wird hier eine Situation, fünfter Schwerter Situation aufgemacht. Und das ist oft solch eine Energie des Konflikts. Und er zeigt sich hier bereit, eigenständig, sei es den Konflikt zu klären, zu lösen oder sich sogar aus dem Ganzen zu entziehen und mehr in die sogar Einsamkeit zu gehen oder Eigenständigkeit zu gehen. Das ist hier so eine bewusste Entscheidung, aktiv etwas zu machen. Um was geht es hier konkret? Was planst du hier zu tun? Eine resolute Energie. Er sagt, ich habe keine Lust mehr, sei es ein Opfer zu sein. Ich habe keine Lust mehr, mich unwohl zu fühlen, mich ausgeliefert zu fühlen. Ich möchte einfach ausbrechen. Hat das mit dir etwas zu tun? Kannst du hier etwas beitragen? Hat er dich etwas verschreckt? Gab es hier etwas, wo du sagst, wieso hat er sich so verhalten? Was bedeutet das für dich? Wie geht es dir dabei? Du wurdest hier wirklich verschreckt. Du wurdest hier ein wenig sogar, wie soll ich sagen, nicht nur verschreckt, dir wurde sogar selbst Angst eingejagt. Was kann das noch sein? Das war verstörend. Das war etwas verstörend, was geschah und hat dich auch ja, ein bisschen so getriggert, dass du hier einfach abhauen musstest. Ja, du wolltest das vielleicht nicht, aber du musstest. Einige von euch sind von seiner Stärke und von seiner Macht
einfach machtlos geworden und sprachlos, irgendwo sprachlos. Ja, also mir fällt sogar jetzt, wenn ich das erzähle, sogar selbst die Luft zum Atmen. Das ist dann, wenn man plötzlich etwas mitbekommt, wo du einfach mal die Luft holst und dann erstarrst du ja fast. Ne? Was ist das? Was passiert jetzt? Überraschungseffekt. Welche Rolle spielst du? Das war unsere Frage. Und hier wollte ich die Situation sehen. Weißt du, er hat dich doch noch auf so einem Karussell fahren lassen. Als ob es nichts passiert. Als ob Kirmes oder so ein Fest, wo es Karussells gibt, als ob es weitergeht. Es geht weiter. Du hast dich eventuell getäuscht. Das, was du gesehen hast, das könnte irgendeine Illusion oder Halluzination vielleicht sogar gewesen sein. Das stimmt nicht. Das, was du gesehen hast. Das ist mir so jetzt seine Einstellung zu der Situation, wo er hart sich darum kümmert, dass das Ganze hier auch unter seiner Kontrolle bleibt. Und dass du auch hier unter seiner Kontrolle bleibst. Ansprüche dir gegenüber. Boah, ich hatte gerade an Besitzanspruch gedacht und da kommt diese Karte. Besitzanspruch. Ich dachte, nein, das kann doch nicht so krass sein. Besitzanspruch. Aber doch, das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. Und ja, okay, ich muss mich erstmal erholen, weil ich habe ja da so viele Energien eben gesehen und da irgendwo selbst nicht geglaubt, dass das in so einem Maße möglich sein kann. Das ist richtig geballt. Das ist schon viel. Sogar ich bin da in so eine Verdrängung gegangen. Ja, wo ich dachte, nein, so viel kann das doch nicht sein. Ist doch nicht Besitzanspruch. Das ist doch nicht normal. Ja, das ist irgendwo zu viel. Das ist irgendwo, wo man schon selbst den Hals irgendwo, weiß nicht, mit so einem Halstuch. Wieso kommen solche Metaphern, solche Szenen? Wehrlosigkeit, sich nicht wehren können. Als ob das so eine Art Verschwörung war für dich. Sowas von ausgeliefert. Hatte gestern mal zufälligerweise, in Anführungszeichen, einen Film geschaut. Darling Alice oder Alice Darling. Und dort geht es eben um so eine Beziehung, wo er ihr dann wirklich auch die Luft zum Leben, das ist Lebensenergie, nimmt. Du bist attraktiv. Du bist für ihn sehr, sehr anziehend. Dein Aussehen spielt eine ganz große Rolle. Du bist vielleicht sogar für andere attraktiv. Und da will man nicht, dass du für andere auch attraktiv bist. Lieber gehörst du nur ihm.
Es gibt keine anderen mehr. Nur er und du, nur wir beide. Ja, wie in dem Film. Nur du und ich. Und da wird es schon so versucht, auch sei es die Freunde auszuschalten. Und da stellt er sich da noch als Opfer dar. Opferumkehr, ne? Das wissen wir ja. Gibt es nun mal auch. Uff, wow, so gleich da reingerutscht. Ja? Das war hier so eine Fahrt für mich. Jetzt ganz, ganz schnell. Okay. Eigentlich wollte ich ja nicht so tief tauchen, aber gut. Aber gut. Welche Rolle hast du denn in seinem Leben gespielt, außer dass du seine Trophäe warst oder bist? Außer dass du eine tolle Frau bist, attraktive Frau in seinen Augen bist. Außer dass du ihn auch zum Leiden gebracht hast. Dieses Leiden, das möchte ich aufdecken. Was ist das mit dem Leiden? Eine Karte hat sich hier versteckt. Konkurrenz. Konkurrenz. Ich sag jetzt etwas ganz Verrücktes. Hier ist es dann der Fall, wenn eine Person andere so weit zu verderben versucht, dass das auch schon mal nicht mal der Person selbst entspricht. Also die Züge, die dann die Person annimmt, das ist ja dann auch fast schon auch etwas Fremdes. Und besonders ist es wie ein gutes Mädchen zu verderben. Das kommt hier. Ein gutes Mädchen zu verderben. Sei es ihr etwas einzuimpfen. Sei es du bist schlecht. Du bist nicht so rein, wie du es dir vorstellst. Um was? Um selbst so schnell wie möglich im guten Licht zu stehen. Um bloß nicht lange nachzudenken, viel zu investieren, sich viel Mühe zu geben. Ganz einfach, schlicht, schnell, zack, Bestätigung. Ja? Zack. Alles klar, er ist der Tolle, er ist der Beste für dich, du stehst nur auf ihn, es gibt gar keine Konkurrenz. Immer wieder sei es Selbstbestätigung bei dir abzuholen, aber das soll auf Knopfdruck gehen. Hat das denn hier funktioniert? Der Magier. Hat ganz schön viel Kraft gekostet. Ja, was noch? Das hat dich aber verschreckt. Eben, das hat dich aufmerksam gemacht. Du hattest instinktiv Richtiges gefühlt. So ein Unbehagen, das war da. Ja. Und das ist dann eben Groll, auch Groll auf dich und das ist sein Leiden. Einige von euch sind abgehauen und haben sich überlegt, nee, also mit diesen deinen Dämonen will ich nichts zu tun haben. Tut mir leid, aber das ist mir eine Nummer zu viel, ja, ich hau ab. In ihrem weißen Kleid läuft sie hier, ja, rennt sie weg. Ihr Kleid war mal weiß, ja, und nun so viel Schmutz, so viel von dem, was nicht zu ihr gehört.
Wenn du ihn verlassen hast oder auch sei es unterbewusst, alles so gestaltet hast, dass es am Ende doch noch aus hieß, ja, oder am Ende hieß es, wir streiten uns, wir haben diesen Konflikt. Denn genau das fand er gar nicht gut für sich. Ja, das hat ihn eben Schmerzen beschert. Was ist denn jetzt mit seiner Seele? Was ist jetzt mit seiner Seele? Ja, das merke ich auch. Er ist blockiert. Na, er ist blockiert, sagt er. Und ich sag dir warum. Weil du deine Seele, sei es nicht an die dunkle Geschichte verkaufen wolltest. Du hast dich da nicht angeschlossen. Es ist jetzt kein Wunder, ich habe mich ja auch für so ein Deck entschieden, wo es eben auch um Schattengeschichten geht. Blockiert. Blockiert. Was noch? Vergebung und Verbundenheit. Hingabe. Wer soll es denn hier vergeben? Denkt er, ihr seid immer noch verbunden? Ja. Kann sie gut denken, dass das sei es so deine Laune war, aber sie liebt mich ja trotzdem. Ja, und diese Vorstellung, die stirbt zuletzt. Egal, was passiert ist. Sie liebt mich, sie mag mich immer noch. Immer noch. Wer war denn diese Frau oder wer ist diese Frau für dich? Page, Page der Kelche, Page der Stäbe und die Herrscherin. Weißt du was, zuerst dachte er sich, sei es am Anfang, er könnte hier spielen, machen, tun und um den Finger wickeln, wie er nur will. Er dachte sich, hi, ich muss nur noch lächeln, ich muss nur noch nett sein und ich weiß ja sowieso, was sie alles braucht, das ist doch klar. Ja, jede Frau möchte, sei es einen fürsorglichen Mann haben, der kümmert sich, der schreibt ihr die ganze Zeit, wie geht's dir und hast du gut geschlafen? Und das wird schon ausreichen. Da bin ich schon wie solch ein Geschenk selbst für sie. Oder würde sie schon aufgehen, da würde sie sich denken, wow, sie hat den perfektesten Mann an ihrer Seite. Er hat angenommen, dass du weniger brauchst, dass man dir nicht zu viel geben muss. Und unter anderem, weil, hier kommt noch die Herrscherin, weil du eben selbst alles machen kannst. Ja? Wie Paris Hilton mal sagte, wozu ein Mann, wenn ich mir alles selber kaufen kann?
Ja, muss nicht unbedingt jetzt kaufen sein, man kann das anders umformulieren, wenn wir wollen. Ja, wozu ein Mann, wenn ich selber weiß nicht, was kann? Ja? Und dann dachte er auch, an sich ist sie pflegeleicht. Und er dachte sich sogar, er könnte dich sowas von drastisch manipulieren. Und ich verstehe, warum ich in Verdrängung gegangen bin. Ich denke, das ging den meisten von euch so. Da habe ich deine Energie gespürt. Abstoßen. Sei es unbewusst. Nein. Niemals. Niemals verfrachtest du mich in so ein Käfig. Okay, bleiben wir da an der Oberfläche oder gibt es hier noch tiefgründigeres zu erforschen? Das hat jetzt nicht damit zu tun, was du für ein Mensch bist, sondern es geht ja eben um seine Sicht. Wer bist du in seinen Augen? Und es ist nur er, der dann versteht, wer ist dieser Mensch für mich? Ja? Und du kannst sowas von anders sein, als er sich vorstellt. Und das bist du auch. Und bei dieser Legung können wir ablesen, wer dieser Mensch selbst denn ist. Ja, denn wie er auch sei es über dich redet, dadurch erzählt er auch ganz viel über sich. Was bedeutet es denn jetzt? Das Gericht. Judgment, ne? Besonders für diejenigen, die nicht mehr zusammen sind. Muss man ja klarkommen. Muss man ja klarkommen. Mit dem Aus. Einige haben sich sogar geduckt. Männer meine ich jetzt. Geduckt und wollten nicht, dass es so eskaliert. Aber waren zu feige oder, weiß nicht, feige, ich denke schon, dass das schon stimmt als Wort. Waren unfähig, hier etwas anders zu gestalten, sich anders einzubringen. Haben einfach hingenommen. Und er war nicht reif genug, okay, sei es, es passiert ja sowieso nie etwas umsonst. Sei es, es musste so sein, ja, auch das Gericht kommt hier, sei es, die höhere Macht hat sich schon eingemischt. Aber es gäbe hier noch Alternativen. Die Möglichkeiten wurden nicht ergriffen. Bewusst. Bewusst. Von ihm. Bewusst. Und bei dir war das so. Es gibt ja so eine Aussage. Eine Beziehung endet dann, wenn eine Frau, wenn die Herrscherin, ja, wenn ihre Energie nicht mehr möchte. Das muss nicht so sein, dass es bei dir schon mal oben angekommen ist in deinem Kopf. Das muss nicht sein. Aber irgendwo innerlich hast du das gespürt. Und ab da, wo wir innerlich spüren und verstehen, das ist nicht mein Mensch, ab da verändert sich die Energie. Und auf deine Energie kommen andere Impulse. Weil bei dir hat er schon Klick gemacht. Ja, bei dir ist ein Schalter schon mal aus. Das muss noch nicht angekommen sein, das musst du noch nicht in Worte gekleidet haben sollen. Das lebt da wie ein Samen. Und aus diesem Samen entwickelt sich etwas Großes mit der Zeit. Das war hier der Fall.
Na gut. In deinem Spiegel, dank deinem Spiegel, hat er sich größer, stärker gesehen, gefühlt, bestätigt gesehen und gefühlt, selbstbewusst, geliebt. Das war doch schon wunderbar. Ja, das war schön für ihn. Was bedeutest du ihm jetzt sonst noch? Scheint einer zu sein, bei dem es sei es ganz schön gut funktioniert, dass er da hier gut reflektieren kann. Besonders für diejenigen, die hier abgehauen sind, die gesagt haben, nein, das ist nicht meine Story. Das möchte ich nicht weiter verfolgen. Das muss nicht mehr weiter ablaufen. Das ist nicht mein Film. Ich möchte, dass mein weißes Kleid wieder rein wird, ja, dass es mir wieder gut geht, dass ich heile, auch wenn es für mich bedeutet, ich muss viele schöne Sachen hinter mir lassen. Und da kommt schon wieder die Gerechtigkeit. Nicht schon wieder, ich meine schon wieder, weil das auf die Frage auch so eine bedeutende Karte ist, wie das Gericht, was wir hier hatten. Wenn es eben an den Gefühlen mangelt, an Herzlichkeit mangelt, dann ist es nicht deine Geschichte. Was hast du ihm gezeigt? Dass er ein Egoist ist. Was ist denn mit den Karten hier los? Was habe ich hier gemacht? Moment. Dass er ein Egoist ist. Die Aufnahme wurde abgebrochen, weil ich hier nicht so viel Speicherplatz hatte. Aber schauen wir mal. Ich habe hier diese Karte gesehen. Und das ist die Königin der Schwerter. Und für mich ist das so die Botschaft, du hast mehr verdient und du hattest damals mehr verdient, als er gedacht hat. Mach dir gar keine Sorgen, mach dir gar keine Gedanken. Auch wenn du jetzt sagst, ja, Anna, das stimmt, weil ja, ich hätte anders behandelt werden können. Und das ist gut so, das ist selbstbewusst. Bleibe dabei. Du sollst deine Stärken kennen. Du sollst dich auch selbst loben. Ja, lobe dich so viel du nur kannst. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Denn gelobt wollte er damals, sei es mehr gewesen sein von dir. Aber was ist mit dir? Was ist mit dir? Und hier wird mir auch dieses Sinnbild hier, so ein Symbol gezeigt, ja, wo sie doch noch so eine schöne Kette bekommt. Ja, von wem auch immer. Für mich ist das in Verbindung eben mit der Gerechtigkeit hier doch noch eine Belohnung für die Menschen, die überleben, die auch mutig sind zu lieben, mutig sind, sei es sogar durch die Höhle zu gehen. Ja, die knicken da nicht sofort ein, die ducken nicht, die gehen weiter. Und ob du glaubst oder nicht, deine Belohnung, die kommt zu dir oder die ist schon bei dir und du weißt schon Bescheid, was das ist.
Das hat etwas mit Selbstvertrauen, mit Liebe, mit Emotionen zu tun, auch wenn es hier groß um die Selbstliebe geht. Energetische Reinigung wäre gut. Lass uns das jetzt auch schon mal machen. Ich weiß nicht, also wir sind jetzt irgendwo hingegangen. Ich dachte, es wird eine ganz andere Legung werden. Jetzt bin ich selbst auch überrascht von den Energien, aber gut, desto interessanter. Ja, hier kommt Kali, die Göttin, und von dem Tod kommt neue Geburt. Ja, neue Geburt, neue Energien entstehen. Okay. Interessant, dass das jetzt so eine Legung geworden ist. Auf meinem Kanal ist es auch jetzt ganz schön gemischt. Aus diesem Grund schau dir immer wieder mal die Legungen an und dann sollst du bitte verstehen, ob es mit dir wirklich resoniert. Ja? Denn ich ziehe anscheinend auch ganz unterschiedliche Energien an, weil ich ja eben so ein Spektrum habe. Und bitte verliere die Hoffnung nicht. Ja, bitte verliere nicht die Hoffnung. Ich glaube, das war's. Ja, ich habe alles gesagt. Wenn du likest, dann machst du mich glücklich. Wenn du kommentierst, desto mehr. Abonnierst, wunderbar. Für private Legungen stehe ich euch zur Verfügung und entdecke noch meinen zweiten Kanal Lebenslust Orakel. Alles ist unter dieser Legung verlinkt. Danke für deine Aufmerksamkeit und sorge gut für dich und verliere nicht die Hoffnung. Ist das jetzt so in Ordnung? Deine Bedeutung, Berichtigung. Berichtigung, das ist deine Bedeutung. Berichtigung. Ich nenne Beispiele, wie ich das auffasse, aber es wäre schöner, wenn du selbst überlegst, Berichtigung für was? Ist es für die Zukunft? Ist es eine Berichtigung für dich, für ihn, für euch beide? Ist schon keine einfache, sei es Konstellation, du und er. Aber dennoch eine sehr lehrreiche Geschichte. Alles Gute. Mach's gut. Ciao.